Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Sunkenland. Wir sind immer noch in der Version 0503. Wir gehen rein in unsere Welt. Und rein damit. So, man hat mir den Tipp gegeben, es gibt auf meiner oder an meiner Insel Kupfer. Solche Tipps sind okay. Finde ich wunderbar. Ich darf selber suchen, was ich auch okay finde. Wir hatten ja, glaube ich, Eisen gesehen gehabt. Eisen, Kupfer. Wir müssen auf jeden Fall hier weiterbauen. So, okay, also. Schauen wir mal. Kupfer. Hätte ich ja eher mehr so rötlich gedacht. Wir gucken erstmal unsere Steine hier durch. Auf jeden Fall. Das Pilzchen ist wieder gewachsen. Das sieht auch komisch aus. Crabs. Wir nehmen es mal mit. Bin ich blind oder bin ich blind? Gut, Kupfererz. Zum Thema Suchen. Direkt nebenan. Ich hoffe mal, es war das. So, okay. Und man soll das halt wirklich nur relativ nah mit der Spitzhacke erkennen können. Aber wir wissen, wir brauchen jetzt eh erstmal noch ein bisschen andere Mats zum Burschen. Fisch nehmen. Oh ja, eine Brasse. Was haben wir jetzt an Schrott? Nicht mehr so viel. Schade. Sonst hätte ich nämlich gesagt, wir machen uns mal eine Kiste für unsere Erze. Ja, wir haben ja auch ein bisschen was drin. Trinken kann man, essen haben wir. Also, wir haben jetzt eher mehr Farmen gehen. Wir hauen hier das Holz hinzu. Dass hier es voll ist. Hier ist die Kiste. Relativ leer. Da hauen wir hier das Essenzeug erstmal rein. Das Rohr. Wir haben noch ein bisschen was gekochtes. Das ist gut. Generell können wir hier das Essen reinpacken. Schon haben wir wieder Platz. So, Komponenten. Baumwollsamen. Verbände. Die wachsen. Okay. Also, wir brauchen. Wir müssen auf jeden Fall hier unseren Reparaturwerkbank bauen. Um unsere Rüstung zu reparieren. Dann können wir eigentlich hier alles dann hier: Wandspeere, Wandfalle erforschen, Angelrute. Ja, dass wir es abgeschlossen haben. Wir werden eh nicht damit angeln. Aber wir werden einiges an anderen Mats brauchen. Also. Gucken wir mal, was es hier gibt. Hier gibt es auf jeden Fall Fisch. Schade, dass der Metallschrott jetzt nicht so wirklich nachwächst. Na, es wäre ja schlimm, wenn du nachwächst. Was bist denn du? Du bist ein Schrank. Oder eine Couch. Könnte auch eine Couch gewesen sein. Ja, ich guck mal lieber mit der Axt, Spitzhacke in der Hand, ob hier irgendwas ist. Nicht, dass ich irgendein Erz übersehe. Da liegen auf jeden Fall Komponenten. Wir nehmen sie mit. Brauchen wir sie nicht herstellen und können unseren Schrott sparen. Ist hier noch was drin? Blub, 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 blub. So, also gerne Tipps irgendwie. Könnt ihr mir gerne ins Kommentar reinschreiben. Zwischen der Schwertfischlein. Oder wenn ich mal was übersehe, bleibt auch gerne rein. Aber jetzt nicht großartig spoilern. Tipps gerne spoilern, nicht so gerne. Gut, mit der Händlerin, da könnte man ja ein bisschen was handeln. Ich glaube, die hat ja auch Schrott. Aber wir gucken erstmal selber hier durch, was wir hier finden.
Solange es keine Haie sind, bin ich zufrieden. Auf jeden Fall Jamosch. Da schwamm ein Hai. Aber solange wir uns ruhig verhalten, dürfte nichts passieren. So, was sagt uns in den Tag? Ja, gut. Hoppsa, nicht ans Trinken kommen. Ich würde was drilling können. Dankeschön. Komm, wir haben noch ein bisschen hier Platz. Mit Platz meine ich Luft. Ganz entspannt hier. Haben wir hier gleich noch was unten? Ja, da ist auch noch ein Auto. Schön. Da haben wir auf jeden Fall eine Waschmaschine wegen Stoff. Entschuldigung, musste gerade noch was trinken. Und doch da hinten im Hintergrund. Ich dachte schon, mein Monitor hat irgendwelche Flackerungsprobleme. Stoff, Metallschrott, immer gut. Bleistiftrock. Den können wir bestimmt vertraden. Verhandeln. Oh, ein großer Container. Da gibt es bestimmt haufenweise Metallschrott. Danke, Spiel. Ich hoffe mal, das waren Marlins und keine Haie. Okay, es sind Marlins. Sonst hätte ich wieder Probleme bekommen. Entschuldigung, natürlich was Sprudelndes getrunken hier, da muss ich mit mal rülpsen. Ich versuche es allerdings leise zu machen. Kriegt trotzdem immer noch Panikattacken, wenn man die hier sieht. Man denkt erstmal, ein Hai, nein, nein, und dann so, ah, Marlin. Wegen geht's auch so. Gut, wir haben zwar jetzt hier eine relativ gute Rüstung an. Denke ich mal. Für den Anfang. Was gibt's hier Schönes? Metallschrott. Gut, OBS sagt aber immer noch hier, ich nehme nicht genau die Originalzeit auf. Weil ich habe laut OBS knapp 5 Minuten aufgenommen, aber ich weiß, dass ich schon ungefähr bei 9 Minuten bin. Wir sind sogar gleich wieder bei der Händlerin. Holz nehmen wir gerne mit. Das brauchen wir wegen Wasser. Wasser destillieren. Metallschrott brauchen wir ja vor allen Dingen fürs Erforschen.
Ich habe eine Panik bekommen wegen den Marlin. Aber jetzt denke ich mal, ja, doch, wir können jetzt ein bisschen zurück. Über 60. Schrott. Was wollen wir mehr? Und noch ein bisschen Konserven essen. Gut, aber ich sag mal so, wenn wir erst irgendwas zu essen brauchen, gehen wir auf die zwei Inseln. Mit unseren Fleischvorräten. Aktuell haben wir ja noch 7. Der Ungewöhn F. Oh, Erdbeeren. Und ein paar Angelköder für unsere Falle. Ich müsste vielleicht hier wirklich anfangen, mal noch anfangen wieder auszuleuchten. Was bist du? Nein, kann ich nicht mitnehmen. Ja, mal lieber gucken. Aber da habe ich Kupfer direkt vor der Nase. Bei euch gerade blind wie der Osterhase. Ja, was? Nö. Dann wir gucken nochmal zu den Steinchen, solange es noch hell ist. Ob wir hier noch irgendwas haben. Nicht, dass ich es wieder übersehe. Und ihr fragt, ob ich nicht mehr ganz blind genug bin. Pilzlein ist auch wieder. Okay. 5 machte 3-mal Vogelfleisch. Jo. Da können wir nämlich gleich das so machen. Dann haben wir das als Essenstruhe. Gut, die Dose hat es gleich mit rübergezogen. Jo. 83, also wir können auf jeden Fall gut Bolzen herstellen. Wo habe ich jetzt die Verkaufsobjekte? Da hatten wir den Stachelkeule, die Stachelkeule, die wir gefunden hatten. Ach hier. So, gemusterte blaue Lampe. Ja, könnte man mitnehmen. Hatte ich jetzt die Würmer hingetan? Waren die hier mit drin? Anscheinend nirgendwo, dann tun wir die da rein. Gut ist. So, ist die Baumwolle wieder gewachsen? Noch nicht, aber ich denke mal, morgen früh wird es dann sein. So, also, was können wir erforschen? Handgefertigter Lufttank. Ja. Schrott, 3 Komponenten, 2 Gummis. Teilen, gib mir mal genau 10. Das und hier. Nein, das wollte ich auf Teilen. Machen wir mal wieder mal 1. Dankeschön und 2 Gummi. So, dass wir jetzt mal ein bisschen was forschen können. Bitte hier rein. So, 5 Schrott, 1 Gummi. Teilen. Teilen wir mal alles durch 4 und 1 Gummi, bitte. Sechs Schrott, 3 Komponenten. Da gehen gefühlt unsere ganzen Komponenten schon wieder drauf. Aber ich sag mal so, die Werk-Reparaturbank Wärme braucht.
Was kostet die beim Bauen? 6 Komponente und 15 Schrott. Wir gehen aber mal schlafen. Und wir müssen bestimmt hier noch ein bisschen erweitern. Und die Baumwollsamen gibt es schon mal wieder mehr. Was kann man damit herstellen? Stoff. Das ist ja schön. Aus Stoff kann man Verbände herstellen, die ja dann auch sehr wichtig werden. Holla, der Waldfee. Da hätte ich doch fast das Trinken vergessen. So, heute Witzka, das wäre ja fast in die Hose gegangen. Genau, das können wir rübernehmen. Mal eine Essens- und Trinkenkiste machen generell. Gut, das ist ja dann unser normales Vogelfleisch. Das können wir bestimmt später dann alles besser machen. Gut, also Baumwolle. Ah, da hatten wir ja da schon was gehabt. Stimmt, die hatten wir ja geerntet. Gut, noch was zu erforschen. Gut, also das bräuchten wir wirklich erst, wenn wir hier die Zitrone hätten. Müssten wir dann hier weitermachen. Kleine Atemluftflasche. Also was brauchen wir jetzt erst? Wir brauchen erstmal vielleicht noch ein paar Fundamente, dass wir hier ein bisschen erweitern können. Dann brauchen wir auf jeden Fall die Luftfüllstation für 20 Schrott. Hier Gummi. Die muss man zwar mit Hand bedienen, aber das ist, denke ich mal, das kleinste Problem. Atemflasche einsetzen, dann können wir sie mit E befüllen. So. Da. 5 Komponenten braucht die. Aber da können wir nämlich zum Beispiel schon länger Luft holen. Aber wir sehen, wir müssen unsere paar Sachen schon mal wieder reparieren. Dann wäre das nächste 6 Komponente, 15 Metallschrott. Oh, es wird eine enge Kiste. Aber damit können wir dann unsere Sachen auch wieder reparieren. Okay. Wie klappt das? Nutzt das irgendwas aus dem Inventar? Ich weiß es nicht. Aber ist schon mal nice. Gut. Screenshot noch machen. Bist du schon wieder ready? Ja. Okay. Ein paar Upgrades haben wir gemacht. Und ein bisschen gelootet. Und ich denke, wir werden das auch in der nächsten Folge wieder machen. Ich sage aber erstmal an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Ich suche noch fix das Fleisch hier rüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss.